Als nächstes hat sich Alma Sadic, die Justizministerin, zu Wort gemeldet. Sie vertritt Umweltministerin Leonore Gewessler, die als Corona-Kontaktperson im Homeoffice ist. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren im Livestream. Unsere Klimaschutzministerin ist leider im Homeoffice, weil ein Mitarbeiter bei ihrem Kabinett an Corona erkrankt ist. Und sie kann heute leider nicht da sein. Und ich darf an ihrer Stelle jetzt auch ihr Bedauern darüber zum Ausdruck bringen. Ich glaube, Sie alle wissen, dass sie sehr, sehr gerne heute hier gewesen wäre, um an diesem Tag diese wichtige Debatte und über dieses wichtige Gesetz auch zu sprechen. Denn dieses Gesetz, das ist wichtig, denn es ist ein großer Schritt für den Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas. Österreich ist ein wunderschönes Land mit einer einzigartigen Natur und einer beeindruckenden Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Alle in unserem Land wissen, wie groß dieser Schatz ist und dass es auch unsere Aufgabe und unsere Verantwortung ist, nämlich die Verantwortung unserer Generation, auf diese Umwelt Acht zu geben. Wir müssen sie sorgsam behandeln und vorsichtig mit ihr umgehen. Damit wir heute nicht die Dinge zerstören, die dann morgen unwiederbringlich verloren sind. Ja, das ist eine große Aufgabe und das ist auch eine große Verantwortung. Und sehr oft sind es die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen können. Die Getränkedose am Rande des Spazierwegs, die unsere Umwelt verdeckt, die Tausenden und Tausenden Plastikflaschen, die jedes Jahr tonnenweise aus unseren Nationalparks gefischt werden. Das ärgert viele Menschen in unserem Land. Ja, das ärgert auch mich, das ärgert auch Sie und das völlig zu Recht, denn es ist eine echte Gefahr für die Lebewesen, die diesen Platz zum Leben brauchen. Es ist eine echte Gefahr für unsere Umwelt und letzten Endes auch für uns alle. Und deshalb hat die Klimaschutzministerin, und das weiß ich aus zahlreichen Gesprächen mit ihr in den vergangenen Monaten, sehr hart dafür gekämpft und intensiv daran gearbeitet, dass wir mit diesem Gesetz genau dieses Problem auch angehen. Denn mit dem Abfallwirtschaftsgesetz wollen wir in Österreich in Zukunft auf ein Einwegpfandsystem setzen. Und das ab 2025. Achtlos weggeworfene Getränkedosen oder Flaschen sollen unsere Natur nicht mehr verschmutzen. Und wir kehren auch endlich zurück zu einem bewährten System, zum System der verbindlichen Mehrwertquoten. Und die sollen auch ab dem Jahr 2024 in Österreich gelten. Das war schon einmal so und das wird jetzt auch ab 2024 gelten. Und erlauben Sie mir noch vielleicht ein bisschen detaillierter auf die Maßnahmen und die Veränderungen einzugehen. Österreich bekommt ein Einwegpfand und das Abfallwirtschaftsgesetz legt das auch fest, dass für Dosen und Plastikflaschen nun endlich ein Pfand gilt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wer sich dann ein Getränk in einer Plastikflasche oder einer Dose kauft, muss einen kleinen Beitrag als Pfand zahlen. Und diesen Beitrag, diesen bekommt man auch zurück, wenn man die Verpackung dann auch wieder zurückgibt. Und die Klimaschutzministerin wird jetzt auch viele weitere Gespräche führen, um hier auch an den Details weiterzuarbeiten, damit dieses System mit 2025 auch ausgezeichnet und problemlos funktioniert, und zwar für uns alle. Und gleichzeitig geht es um dieses Mehrwegpfand, also dieses Mehrwegsystem. Menschen in Österreich sollen ein Mehrweg bekommen, wenn sie das wollen. Und zwar nicht nur beim Bier, wie das heute schon der Fall ist, sondern auch beim Saft, beim Mineralwasser oder bei der Milch. Denn es versteht niemand, warum es nicht möglich ist, Saftflaschen oder Milchflaschen zurückzugeben. Und das wird jetzt möglich, denn es wird verbindliche Mehrwegquoten geben in den Supermärkten, nämlich ein Viertel des Angebots soll auch aus Mehrweg bestehen. Und das, glaube ich, wird ein entscheidender Beitrag dazu sein, dass wir endlich auch hier den Abfall reduzieren können. Applaus
Und selbstverständlich beinhaltet dieses Gesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz, noch viele andere Punkte, die dazu beitragen können, dass wir einen wichtigen Schritt und viele wichtige Schritte Richtung Umweltschutz setzen. So setzen wir auch natürlich das Klimaticket für die Abfälle, denn auch die sind jetzt verpflichtet, mit dem Zug zu fahren. Und das bedeutet, wir reduzieren hier CO2 massiv. Weiters gibt es auch ein Importverbot für bestimmte Abfälle, zum Beispiel gemischter Abfall, Industrieabfall aus dem Ausland soll nicht länger in Österreich deponiert werden dürfen. Und wir setzen mit diesem Gesetz auch die Single-Use-Plastik-Richtlinie in der EU um, um endlich auch dieses Einwegplastik loszuwerden, denn das wissen wir, verschmutzt unsere Gewässer, verschmutzt unser Meer und muss endlich im Konsum reduziert werden. Zusammenfassend kann man sagen, wir in Österreich sind zu Recht stolz auf unsere einzigartige Natur und auf unsere saubere Umwelt. Und damit das erhalten bleibt, braucht es viele Schritte. Damit das erhalten bleibt, braucht es auch dieses Gesetz. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein ganz großes Danke an unsere Klimaschutzministerin richten, denn sie hat bewiesen, dass sie sich hartnäckig für unsere Umwelt und für unser Klima einsetzt. Und ich bin froh und dankbar, dass wir heute über dieses Gesetz sprechen, denn das ist wichtig für die Zukunft unseres Landes. Vielen Dank. Das war Justizminister Alma Sadic, die Umweltministerin Leonore Gewessler vertritt, die im Homeoffice ist.